In diesem Video zeige ich dir das beste Plugin für Logic Pro X 2020. Es ist grandios. Hi, ich bin Martin und ich zeige dir heute ein brandneues Plugin, das dir hilft, in Logic Pro X bestimmt 30% schneller zu arbeiten. Und zwar geht es um das Laden und schnelle Auffinden von Plugins in Logic. Und das war bisher immer ein bisschen nervig. Ich zeige dir gerade mal, um was es geht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Audio-Kanal habe und ich möchte jetzt hier irgendwas reinladen, irgendein Effekt, zum Beispiel von Logic selber. Nehmen wir mal an, ich möchte hier so einen Vintage-Equalizer, dann muss ich hier immer Fenstern gehen. Ja, ich muss hier immer nach den Fenstern rumsuchen. Fenster Nummer 1, Fenster Nummer 2, Fenster Nummer 3 und jetzt habe ich endlich meinen Vintage-EQ, den ich suchen möchte. Und das ist relativ zeitaufwendig und braucht immer relativ lange. Noch schlimmer wird es, wenn ich ein Plugin von Drittanbietern suche, ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel was von Waves suche, dann habe ich hier meine ganzen Waves-Plugins und jetzt siehst du hier nochmal ein riesiges Fenster, das wäre normalerweise nochmal doppelt so groß. Das ist nur kleiner, weil ich jetzt meine ganzen oder viele Waves-Plugins schon rausgeschmissen habe. So, jetzt suche ich zum Beispiel Kramer Master Tape. Jetzt muss ich hier gucken, wo ist Kramer Master Tape? Ah, hier. Jetzt habe ich auch schon wieder 3 Fenster offen und beim 4. kann ich dann endlich mein Plugin laden. Das ist extrem nervig und das braucht extrem viel Zeit. Bisher konntest du die Sache jetzt ein bisschen verbessern, wenn du hier auf Einstellungen gegangen bist und dann auf deinen Plugin-Manager. Und jetzt konntest du hier Plugins von Drittanbietern zum Beispiel hier in einzelne Sektionen ziehen. Das habe ich hier auch gemacht bei mir. Ich kann jetzt zumindest, wenn ich hier zum Beispiel ein Reverb suche von einem Drittanbieter, hier sind meine Reverbs von Native Instruments, da wird die ganze Sache ein bisschen erträglicher. Aber die meisten Logic-User sehen sich schon lange nach einer Funktion, die in anderen DAWs schon seit Jahren selbstverständlich ist. Und das ist die alphabetische Suche nach Effekten und nach Plugins, weil es einfach viel schneller geht. Das heißt, ich gebe einfach einen Anfangsbuchstaben ein von dem Plugin, das ich suche, und die DAW findet mir es dann raus. Das ist in Logic bisher leider nicht möglich. Bis jetzt. Pass auf, jetzt kommt's. Ich gehe hier in meine Audiospur und suche mir jetzt hier und gehe hier in meinen Slot und suche mir jetzt einen Effekt raus. Und den möchte ich jetzt über die alphabetische Suche hier eingeben. Achtung! Noch ein Beispiel gefällig? Funktioniert das jetzt auch mit Instrumenten? Ja, es funktioniert auch mit Instrumenten. Zack, und er lädt mir jetzt Addictive Drums rein. Das dauert natürlich ein bisschen länger zum Laden. Also was ist das jetzt hier für ein Zauber-Plugin? Dieses Plugin heißt Plug Search und ist gestern rausgekommen. Und du siehst hier das Symbol von Plug Search, das ist diese Lupe hier. Ich habe Plug Search unten in der Beschreibung verlinkt, aber bitte warte noch, bevor du dir das gleich kaufst. Ich möchte dir noch ein paar Tipps geben zur Installation, damit es auch wirklich so funktioniert, wie du möchtest. Plug Search ist ein Standalone-Plugin. Das bedeutet, wenn du es gekauft hast, es kostet 14 Euro, ist also wirklich erschwinglich. Wenn du es gekauft hast, landet es in deinem Download-Ordner und du musst es nicht entpacken oder installieren, sondern es ist ein Standalone-Plugin. Du ziehst dieses Plugin, also diese Lupe siehst du dann, ziehst du einfach in deinen Applications-Ordner oder in deine Programme rein. Ja? Einfach vom Downloads-Ordner in die Programme reinziehen, eventuell Computer neu starten und das war's. Das ist das Erste, was du machen musst. Das Zweite, was du machen musst, wenn du es in Logic installiert hast, ist, du musst bitte hier über Einstellungen Plugin-Manager gehen. Hier, ne? Logic Pro X Einstellungen Plugin-Manager. Dann siehst du den hier. Dann legst du dir hier über dieses Pluszeichen einen neuen Ordner an und den nennst du einfach Plug Search. Anschließend markierst du alle Plugins, das geht über Command A, die du hast, schnappst die und ziehst die, du siehst hier, wie du sie ziehen kannst, in diesen Ordner Plug Search rein. Gehst anschließend auf Fertig und erst dann funktioniert Plug Search wirklich. Wenn du das Plugin gekauft und runtergeladen hast, dann schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie deine Erfahrungen so sind, ob alles funktioniert. Wenn du dich dafür interessierst, wie du schneller in Logic Pro X arbeiten kannst, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Workflow Boost und zusammen mit Plug Search kannst du
richtig schnell und richtig zügig jetzt endlich in Logic Pro X arbeiten. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben oder lass mir ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!